Fantastic. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Pokémon Go. Wir sammeln auch sofort den ersten Stop an. Ich will nämlich heute einen kleinen Weltrekord aufstellen, zumindest für mich. Und zwar 34 Stops in 30 Minuten. Wir werden das jetzt gleich sehen. Ich habe schon jetzt quasi den ersten angefangen. Und hier ist der zweite. Wir werden jetzt direkt durchstarten. Das Ganze werde ich auf zwei Folgen aufteilen und das komplett durchkommentieren, damit ihr auch seht, dass es wirklich passt. So, hier ist Stop Nummer 3. Und damit das auch wirklich zeitlich hat, wie es funktioniert, werden wir gleich mal einen Rauch anschmeißen, damit wir dann die 30 Minuten auch wirklich abzählen können. Das machen wir jetzt am besten mal direkt fix. Wir nehmen einmal den Rauch und dann haben wir ja die 30 Minuten hier als Countdown. Drei Stops haben wir sozusagen jetzt schon. Und dann wollen wir mal gucken, was denn da jetzt am Ende wirklich so drin ist. Ich werde hier eine Runde durch Lüdenscheid laufen. Ja, es ist Lüdenscheid. Es gab ja da wildeste Diskussionen in den Kommentaren, wo das denn ist, wo ich das aufgenommen habe. Ja, in der Tat, es war in Lüdenscheid. Also, da haben sich die einen oder anderen so ein bisschen rumdiskutiert. Nein, das ist nicht Lüdenscheid, doch, das ist doch Lüdenscheid und so weiter und so fort. Ja, ich kann sagen, es war Lüdenscheid, so. Und nein, ich habe da keine festen Zeiten, wo ich rumlaufe, weil irgendwer fragte. Ich habe dich, glaube ich, gesehen, du läufst immer morgens da rum. Ich so, nee, das kann auch nicht sein, das ist immer zufällig. So, das war jetzt Stop Nummer... Also jetzt kommen wir zu Stop Nummer 4. So, ich muss natürlich immer so ein bisschen aufpassen. Ich habe mir zwischendurch so ein paar Stationen gemerkt, wo wie viele waren, damit ich mich da nicht verzähle. Aber auf jeden Fall 34 Stops in 30 Minuten werden wir ablaufen. Wer in Lüdenscheid wohnt oder sich hier so ein bisschen auskennt, der kann sich das wahrscheinlich denken, wo wir da starten oder wo wir da rumlaufen. Es hat am Rathausplatz angefangen. Da sind wir jetzt auch gerade noch. Das ist jetzt der Eingang vom Rathaus, ist nämlich auch ein Stop. Und dann laufen wir einfach mal wild drauf los, ein bisschen Richtung Altstadt. Da sind nämlich viele Sehenswürdigkeiten und so weiter und so fort. Natürlich hier auf dem Rathausplatz sofort die 6 Stops. Das bietet sich natürlich auch an, da man da sofort auf dem Rathausplatz 6 Stück hat, die man so mitnehmen kann. Und das ist natürlich direkt nicht verkehrt. Die zählen dann, wenn wir auf dem Rückweg daherkommen, natürlich doppelt. Das heißt, 12 haben wir sowieso schon mal sicher. Aber das wird auf jeden Fall eine ganz interessante Sache. So, ich muss mal ganz kurz hier was gucken. Und damit wir das natürlich auch ein bisschen, damit das natürlich auch lohnt, machen wir gleich nochmal ein Glücksei an. Aber erst ein bisschen später, sodass wir am Ende noch Zeit haben, da was zu entwickeln. So, jetzt kommen wir, also da oben seht ihr 1, 2, 3, 4, 5 Stops. Jetzt kommen wir zu Stop Nummer 6. Und ihr seht es schon oben im Bild, da sind jede Menge Stops, von denen wir gleich jeden einzelnen mal eben ablaufen werden. Und das ist auf jeden Fall eine ganz nette Sache. Hier ist jetzt schon der nächste, also Nummer 6, wie gesagt. Ich muss natürlich zwischendurch immer gucken, dass ich diese ganzen Beleber und so rausschmeiße, weil ich nutze die nicht, weil ich nicht wirklich in diesen Arenen rumkämpfe. Und dementsprechend muss ich da mal schauen, dass ich da nicht alles voll habe mit Viechern, die ich im Endeffekt nicht brauche. Wir können natürlich auch nochmal gleich was ausbrüten. Ich habe nämlich noch so ein oder zwei Brutmaschinen auch übrig. Und ja, hier ist jetzt so eine Arena, wie gesagt, aber da gehe ich eigentlich nicht großartig dran an die Arenen. Das bringt alleine im Endeffekt sowieso nichts. Wenn ich da was reinsetze, ist es dann relativ zügig eh wieder weg. Und dementsprechend hat sich das erledigt. So, wir gucken jetzt mal nach so einer Brutmaschine und holen uns die mal, damit wir da auf jeden Fall gleich noch das ein oder andere Ei mit ausbrüten können. Mal eben einen Schluck trinken, so. Wie gesagt, ich werde das Ganze jetzt hier heute in zwei Folgen verpacken, damit ihr nicht 30 Minuten am Stück das euch angucken müsst. Aber andererseits, damit ihr auch wirklich seht, dass es funktioniert. Weil wenn ich das jetzt schneiden würde, könnte ich ja alles Mögliche behaupten. Das macht ja auch keinen Sinn. Wenn ich jetzt schneiden würde, dann würde das ja nicht unbedingt euch zeigen, dass ich wirklich 34 Stops in 30 Minuten geschafft habe. Das heißt im Endeffekt, wir werden das Ganze, wie gesagt, dann aufpacken. Ich habe natürlich zwischendurch immer mal wieder ein paar Viecher gefangen. Das kann natürlich dann auch dazu beitragen, dass man länger braucht, ne? Also klar, wenn man zwischendurch 20 Pokémon fängt, dann schafft man den Weg vielleicht nicht unbedingt in 30 Minuten, aber dann braucht man halt vielleicht 35 Minuten. Das ist aber nicht weiter dramatisch, weil der Weg ist auf jeden Fall schaffbar in 30 Minuten. Man hat auch zwei Ampeln dazwischen, also auch da natürlich ein bisschen muss man mal gucken, aber generell, wie gesagt, funktioniert das und man kann sich damit ordentlich den Beutel voll machen sozusagen. Wenn man da einfach mal zwei Rundchen läuft am Tag, dann hat man auf jeden Fall meistens genug Bälle und so ein Gedöns, um sich einfach über Wasser zu halten, ohne da jetzt großartig was kaufen zu müssen. Ihr seht, das ist manchmal so ein bisschen ungenau vom GPS her beim Handy. Ich weiß nicht ganz genau, woran das liegt. Jetzt haben wir erstmal einen Sepa, wie auch immer, mit 111, 111 WP. Ist natürlich interessant
um das gegebenenfalls mal irgendwann zu entwickeln. Dann nehmen wir natürlich Bonbons gerne mit. Ich habe da auch schon ein paar von. Wie gesagt, das ist jetzt immer so eine Sache mit dem Aufnehmen. Und irgendwer schrieb, ja, wenn du das nachkommentierst, du musst das doch dann nicht so tun, als wäre es live. Ja, aber soll ich jetzt einfach sagen, ja, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht, jetzt bin ich einen Schritt weiter gelaufen. So, Stop Nummer 7, weil das macht meiner Meinung nach nämlich auch keinen Sinn. Aber wie gesagt, ich laber jetzt einfach so. Wir wissen ja, was passiert. Das ist doch Stop Nummer 7, da ist noch ein Zipper. Und wir laufen weiter. Und erstmal fangen wir den natürlich, bevor wir weiterlaufen. Stimmt, ist natürlich, sinnvoller. Und ich werde in der Zwischenzeit übrigens versuchen, heute diesen Weg nochmal zu gehen und mal gucken, ob man den auch noch schneller schafft. Oder ich werde natürlich gucken, ob wir da vielleicht noch mehr schaffen, um den Rekord irgendwie zu brechen. Wenn ihr selber irgendwie so eine Route habt, wo ihr sagt, okay, da kann man mega, mega viel Stops in kurzer Zeit abgrasen, dann könnt ihr mir das mal irgendwie in die Kommentare schreiben, wo man da herlaufen muss. Also jetzt nicht nur in Lüdenscheid, kann man ja überall mal so als Tipps geben. Und jetzt kommt schon der nächste. Ihr seht es hier an dieser Stelle. An diesem Stop, da sind immer viele Viecher. Da sind immer jetzt hier schon wieder ein Evoli und noch ein Traumato, hat man gerade gesehen. Und das Evoli 517, das ist natürlich eine gute Sache. Da müssen wir auf jeden Fall gleich mal ein kleines Himmibärchen geben. Ich sag jetzt wieder Himmibärchen, da wird sich ja sonst nur noch aufgeregt, dass ich Kirschen gesagt habe. Aber gut, so, wir gucken mal weiter, was wir denn dann gleich so fangen in dem, oder ob wir den Evoli denn bekommen. Weil die Sache ist, manchmal sind die ja recht widerspenstig, die Evolis. Ich hoffe natürlich, dass der sich nicht verpisst. Mit 517 wird er auf jeden Fall stark werden. Da kann man dann schon mal hoffen, dass wir den gleich entwickeln können. Mir fehlt nämlich noch ein Flamara. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt fehlte es mir. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir den gleich so dahin trainiert bekommen. Man muss den ja irgendwie dann umbenennen, damit man ihn halt dementsprechend beeinflussen kann, was das Evoli denn werden soll. So, den hatten wir jetzt schon, den Stop. Das müsste jetzt Nummer 7 gewesen sein. Falls ich mich verzähle, ich weiß, dass es 34 waren. Und ich weiß zwischendurch, welche Station zum Beispiel Nummer 15 war. Das weiß ich auswendig, deswegen müssen wir dann nachher mal gucken. So, der Traumato hat natürlich auch ordentlich Power. Deswegen werden wir den auch sofort mal einkassieren. Ja, komm schon. Ja, bleib drin. Bitte bleib drin. Nein. Er haut natürlich wieder ab, der Lümmel, der Traumato. 398, auch nicht so unbedingt das Mega-Vieh, aber man nimmt es natürlich alles für die Bonbons mit. Weil wenn du den bekommst, hat er ja 3 Bonbons, plus verschicken sind 4 Bonbons, das heißt ungefähr 12, 13 Traumatos, dann kannst du wieder einen entwickeln. Das ist natürlich schon ganz gut, sage ich jetzt mal. Dann kann man sich das auf jeden Fall schon gefallen lassen. Und den Evoli nehmen wir natürlich auch nochmal mit. 432, jetzt nicht der Knaller wie der eine gerade, mit 517. Aber natürlich auch hier die Sache mit den Bonbons. Immer wichtig, um die zu entwickeln. Ich weiß aber gar nicht, wenn zum Beispiel ich jetzt ein Pokémon, also ein Evoli entwickle mit 517. Und ich weiß nicht, ob das zum Beispiel stärker wird, wenn es ein Flamara wird oder ein Blitzer oder ein Aquana. Weiß das einer von euch? Also wenn ihr das wisst, schreibt das mal in die Kommentare. Der ist jetzt gerade auch mal verpisst hier, der kleine Evoli. Also ich würde gerne wissen, wenn ich das ein Evoli mit der gleichen Stärke entwickle, ob das was andere Punkte bekommt, wenn es was ein anderes Tier wird, ein anderer wird sozusagen. Also ist beispielsweise ein Flamara dann stärker als ein Aquana oder so. So, jetzt nehmen wir mal das Glücksei dabei, dann haben wir nachher Zeit, noch was zu entwickeln. Und gucken mal. Taubsi natürlich auch immer ganz beliebt. Ich meine, theoretisch bräuchte ich schon gar keine Taubsis mehr, weil ich habe Taubosse ohne Ende. Da kann ich mich mit zuscheißen. Aber der Vorteil ist ja, man kann die Taubsis ja irgendwie für 12 entwickeln zum Tauboga. Und wenn man dann einfach ein paar entwickelt irgendwann, dann kann man sich ja auch schön die EP damit ergaunern. Und einfach dann sozusagen, ja, die EP weiterentwickeln und die Taubsis dann trotzdem noch verschicken, selbst wenn man sie entwickelt hat. Das ist ja dann nicht weiter dramatisch. Also man kann ja da einfach alles wegjagen, was man hat. Man hat ja eh genug Taubsis im Endeffekt. Man kann sich ja mit den Viechern wirklich zuwerfen. Ja, und diese Hornnews und so, das ist auch am liebsten, würde ich die gar nicht mehr mitnehmen, weil die, was daraus wird, bringt eh nichts. Ich vertausche auch immer Raupi und Hornnew, deswegen, ich kann mir das nicht genau merken. Aber was daraus wird, das ist meistens eh Blödsinn, die sind eh schwach. Und hier ist jetzt, müsste es Top Nummer 9 und Nummer 10 auch gleich sofort sein. Ich glaube 10, 11, 12, 13, 14, ja, müsste passen. Das müsste jetzt Nummer... warte mal, 7, 8, 9. Das jetzt müsste Nummer 10 sein. Oh, ist draußen gerade schwer Sirenen. Also Stop Nummer 10 dürfte das jetzt gewesen sein. Ich bin mal gespannt, inwieweit wir das heute komplett durchbekommen.
Aber ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, das Ganze ja in zwei Folgen, damit ihr da nicht euch jetzt das Ganze so ewig reinziehen müsst. Aber wir fangen natürlich erstmal mit der ersten Hilfe an, mit den ersten 15 Stops. Aber ich meine, jetzt müsste ich mich sogar schon 11, 12, 13, 14, nein, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das war schon Nummer 11 gerade. Ich glaube, es war schon Nummer 11. Falls ich mich verzählt habe, nehmt es mir nicht übel, einen mehr oder weniger, dürfte eigentlich trotzdem passen. Das müsste jetzt Nummer 12 sein. Und dann gucken wir uns das gleich mal eben zu Ende an. So, jetzt müsste nämlich da rechts gleich noch einer ins Bild kommen. Ja, müsste auf jeden Fall rechts noch einer ins Bild kommen. Der müsste 13 sein, dann der mittlere da oben 14 und der links jetzt oben 15. So hatte ich mir das nämlich aufgeschrieben. Wenn mich da jetzt nicht alles getäuscht hat. Falls ich mich jetzt, wie gesagt, um einen verzählt habe, nehmt es mir nicht übel. Aber das müsste jetzt Nummer 13 sein, hier rechts, der rechte da. Wenn er denn jetzt mal langsam ins Bild käme, beziehungsweise im Bild... Naja, wenn er denn jetzt mal langsam in die Range käme. Ja, aber da haben wir, ne? Sehr schön, ich nehme die immer sofort zack, zack mit. So, jetzt kommt Nummer 14. Und dann dürfte hier oben jetzt Nummer 15 sein. Das müsste eigentlich so passen. So habe ich das zumindest mir mitgeschrieben. Mal ein Schlückchen trinken. Also, das Ganze natürlich eine Route, die man locker mal eben laufen kann. Es ist ein bisschen durch die Altstadt. Okay, man muss ein bisschen rauf und runter laufen. Aber es ist jetzt, man bricht sich dabei nicht irgendwie einen ab. Also, man kann das schon ganz gut machen. Es ist, wie gesagt, nicht allzu weit. Ich weiß gar nicht, wie viel ist es, kilometermäßig, vielleicht ein Kilometer oder so. Wenn überhaupt. Oh, Alter, jetzt geht aber hier gerade draußen schwer der Alarm ab von der Feuerwehr. Wie gesagt, es ist irgendwie so, es dürfte ungefähr ein Kilometer sein. Klar, man brütet damit nicht 1000 Eier aus, aber wenn man die Strecke zweimal läuft am Tag, hat man auf jeden Fall, also mit 60 Stops am Tag ist man, glaube ich, schon gut bedient. Und das ist kein Zeitaufwand, wie gesagt, eine halbe Stunde. Das heißt, du bist eine Stunde am Tag beschäftigt und hast über 60 Stops im Endeffekt. Und das ist schon eine gute Quote, finde ich. Da kannst du schon mal ganz ordentlich was mit reißen. Und du hast natürlich den Vorteil, du kommst immer noch rundrum und fängst noch das ein oder andere Pokémon natürlich auch durch auf dem Weg. Dadurch, dass du den Weg dann läufst, hast du immer mal wieder was. Ihr seht es ja zwischendurch hier, sitzen immer mal wieder welche. So, das müsste jetzt dann Nummer 16 sein. Und ein kleines Taubsi haben wir natürlich auch noch dabei. Ein kleines Taubsi. Taubsi, Laubsi. So. Manchmal treffe ich die nicht so richtig. Ich habe manchmal echt Probleme bei den Taubsis, Zubats. Das sind immer so meine Spezialviecher, die ich manchmal nicht so richtig treffen kann irgendwie. Ich habe manchmal echt das Pech, dass sie auch wirklich ewig lange brauchen, bis sie wirklich da mal drin bleiben. Manchmal ist das echt ein bisschen nervig. Aber ich weiß auch nicht, woran das manchmal oder woran das dann zum Teil liegt oder ob das einfach nur random ist, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, dass das Viech da drin bleibt oder was. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mal eine Himbeere gegeben, ist ja egal. Und nochmal ein Superball. Kann ja alles nicht schaden. So. Ach ja, die Katze kommt auch schon wieder zu Besuch. Und wir haben immer noch nicht das Taubsi gefangen. Ja, das wird schon wieder lustig. Aber komm, bleib mal drin jetzt, Kollege. Bleib doch jetzt mal drin. Da ist er. Schön. So, wir gehen weiter zu Stop Nummer 17. Stop Nummer 17 ist ein Restaurant. Und wir gehen... 18, 19, 20, ja passt. So, wir gehen natürlich trotzdem noch weiter. Jetzt haben wir die Hälfte rum. Jetzt haben wir die Hälfte rum unserer Stops. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Sache. 17 Minuten haben wir noch von der Zeit her. Das ist dann auch... Also ihr seht es, wir sind ganz gut drin. 17 Minuten haben wir noch und wir haben schon über die Hälfte der Stops. Oder genau die Hälfte. Das heißt, zeitlich gesehen sind wir noch voll auf Kurs. Und da dürfte sich auch eigentlich nicht mehr viel dran ändern. Wir entwickeln jetzt einfach mal das Taubsi für ein bisschen EP. Und gucken mal, was dabei rumkommt. Warte mal, jetzt vibriert hier mein Handy. Das darf natürlich auch nicht sein. Ja, also Taubsi kommt, beziehungsweise Taubsi geht, Tauboga kommt. Und was haben wir? Komm schon, wie viel? 546. Alles klar, das war natürlich jetzt auch der nächste Stop schon. 18 müsste das sein. Und ich würde sagen, mit diesem Stop sind wir auch am Ende der Folge und wir sehen uns morgen wieder mit dem Rekord, ob wir ihn denn auch wirklich schaffen.